Mit der Logik hatte das Spiel es sowieso noch nicht so ganz. Ich wollte sagen, was ist denn für ein blaues Zeug? Sieht nicht sehr gesund aus. Und das da geht nicht auf. Schränke, die nicht aufgehen? Das gibt's? Die Arbeiter hatten wohl irgendwann genug. Bearbeitet und gestorben, oder was? Ist das dann ein Heizlüfter? Aber Hauptsache, der Strom funktioniert hier unten noch. Das Wichtigste. Offenbar haben sie das Ding hier rausgezerrt. Kratzspuren. Achso, das hier, worin ich gerade rumlese. Ein alter Kodex. Eine philosophische Erörterung der Kraft des Bewusstseins. Neue Fähigkeit gemeistert. Wache auf. Beim verbesserten Überlebenszug leuchten Fallen in der Nähe automatisch auf. Grab abgeschlossen, die rote Mine. Und du glaubst, ich lasse mir das ganze Geld hier entgehen, oder was? Dazu der Einsturz. Aber es muss mit den Propheten zu tun gehabt haben. Dieser Schacht scheint der erste Durchbruch gewesen zu sein. Er sollte auch hinausführen. Was ist mit der Baba Yaga? Na, ich hoffe einfach, da kommen wir nochmal wieder hin. Ja, schön, gut. Herausforderungsgrab und so. Wie lange wir jetzt eigentlich schon in dieser komischen russischen Einrichtung hängen? Das ist schon unglaublich. Also jetzt so insgesamt. Was war das denn jetzt, Alter? Ich vergesse ja, man muss ja erst in die Richtung drücken für 5 Stunden, in die man springen will. Bevor sie das dann auch wirklich tut. Und dann natürlich warten, bis sie da hingefallen ist, so der Entwickler will, dass sie hinfällt. Wieder ein bisschen auf den Arsch spannern hier. Sauerei, Schweinerei. Oh, falsche Taste. Falsche Waffe. Und. Boom. Oh, wow. For real. Wenn du es so einfach kaputt ziehen kannst mit dem Pfeilchen von hinten, hättest du es auch einfach eintreten können von der anderen Seite. Dann hätten wir uns die ganze Mühe mit diesem komischen Wagen nicht machen brauchen. Also das ist wirklich richtig dumm. Sorry, aber das ist halt richtig dumm. Da bleibt mir nicht viel zu sagen, außer dass das richtig dumm ist. Ja gut, dann weiter geht's. Auf zum eigentlichen Ziel. Hier fängt man wieder vorwärts kommen mittlerweile mal. Da ist ja schon jetzt Ewigkeiten her, dass wir irgendwie Fortschritte erzielt haben, sage ich mal. Wir rennen die ganze Zeit rum, machen den ganzen Baba Yaga-Kram und der jetzt auch nicht schlecht war. Und so ein Zeug aber wirklich vorwärts gekommen sind wir nicht bis da. Wir haben diese Hobby-RPG-Einbauten ein bisschen genossen, aber ja. Du müsst es auch nicht übertreiben damit. Kannst du noch ein bisschen Kacke aus der Wand rammen? Hui! Dumdi-dumdi-du, dumdi-dumdi-du, dumdi-dumdi-dumdi-dumdi-du, du-du. Upsala. Okay. Da war ich ganz kurz ein bisschen verwirrt. Da kann ja mal passieren. Da kommt ja die besten Familien hier mal vorne. So, Sowjetanlage. Ja. MP-Komponente. Sehr schön. Komme ich hier wieder raus? Ach so, da. So, Fragen.
So, dann, wo wir eigentlich hin wollten, ist hier. Hängt da eine Leiche rum? Hängen ein paar Leichen rum. Das ist ein bisschen gruselig. Ich kann jetzt zwar nicht lesen, was da steht, aber... Oh Gott, das war ein Massaker. Ein Massaker an den Minenarbeitern, oder? Nehmen wir an, diese Axt soll, oder diese Spitzhacke soll irgendwo drinnen stecken, aber... Ah. Was sage ich, sieht eher aus, wenn sie da rumschweben würde. Hops, voll daneben. Hui. Genau, voll durch die Dings durch. Naja, fast, aber nicht ganz. Ich wollte eigentlich da dran. Gut, dass sie jetzt nicht abgestoßen hat, mit ganz viel Kraft einfach mal ins Nirvana gesprungen ist. Ein Vogelnest, klar, natürlich. Warum nicht hier oben? Und wieder hoch. What the fuck? Da sind gerade Papierfetzen gespawnt. So, okay, schön. Wo soll ich überhaupt hin? Da. Da kann man gar nicht raus. Okay. Das ist jetzt doof. Okay, bitte. Sagen wir nichts zu. Okay, die Kram haben wir schon. Ich glaube, ich bin bis jetzt so oft gestorben wie bis dato noch gar nicht bei einer Aufnahme. Hier war auch schon alles. Kann man mitnehmen. Oh, das kann man doch aufmachen. Ich würde sagen, da stehen Leichen im Schrank, aber es sind einfach nur ein paar Ausrüstungsgegenstände von den Leuten. Warum wobbelt das eigentlich so? Das macht irgendwie keinen Sinn. Naja, egal. Oh Gott, das war ein Massaker. Was hatten wir schon? Die Sachen drüben sehen auch eingesammelt aus. So, das Problem ist wahrscheinlich einfach nur, dass wir da irgendwie das kaputt kriegen müssen. Noch ein sowjetisches Schiff. Noch was lesen? Russisch. Plötzlich ist es wieder russisch, eben war es griechisch. Das sieht nach einer Rutschpartie dahin aus. Der Held der Sowjetunion Orden. Er war die höchste Auszeichnung für heldenhafte Taten. Vielleicht von einem Offizier im Gulag? Ich habe genau gesehen, die Kiste war leer, die du aufgemacht hast. Da war gar nichts drin.
Lala. Das war ja richtig sportlich. Ach, und zurück kann ich jetzt nicht mehr, oder was? Ach, das ist scheiße. Gut, dann nicht. Dann balancieren wir mal ein bisschen. Gut, dass es nicht ganz einstürzt, wenn man so ein bisschen noch hält, ne? Ja, ab. Auch mit dir. Ein bisschen die Aussicht genießen. Schön, reicht jetzt aber auch. Na, guck mal, da liegt noch was rum. Wie praktisch. Sehr schön, 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 schön. So, ich gehe ja schon weiter. Das ist immer so ein Problem bei solchen Spielen, wo du 5000 Trilliarden Sachen finden kannst. Alle möglichen Artefakte, passt zur Beschreibung aus den Sowjet-Infos. Hier müssen sie zu den Ruinen durchgebrochen sein. Schon Spuren von der Gefangenen? Keine Ahnung. Ich sehe nichts. Aber der Kontakt zum Suchtrupp unten ist gerade abgebrochen. Verstanden. Ich melde der Vorhut, dass wir aufpassen sollen. Einen guten Aussichtspunkt. Ich melde mich, wenn ich was sehe. Over und aus. Viel Spaß mit deinem Aussichtspunkt. Ui, genieße deine Aussicht. Da kann man irgendwie rüber. Hier kann man irgendwie hoch. Wo gehe ich jetzt zuerst lang? Viele Möglichkeiten, da fliegt mir Holz entgegen. Das erinnert mich irgendwie an den ersten Teil, da wo wir da bei Himiko kurz vorm Ende waren, wo es mega schlimm ist, wo dir auch die Hälfte vom Haus entgegengeflogen ist. Wisst ihr, erinnert ihr euch noch dran, was ich meine? Also, falls ihr das jetzt mal gesehen habt zu dem 2013er Teil. Ach, da oben ist ein Seil. Achso, halten zum Enddietrichen. Ich bin so gewohnt, bei mehreren, bei den meisten Sachen hier einfach dauerndhaft eh zu spammen. Denn das ist auf einmal nicht der Fall. Hui. Wieso treffe ich den nicht? Was machst du da, Lara? Hallo? Hm. Hier noch ein paar Pilze mit. Hä? Wo denn? Ach da. War ja eine Granate, was anderes. Hä? Was? Wo, wer? Ach, da hinten. Na, das war ja fast getroffen. Wie gut, dass Lara aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen immer genau weiß, wie viele Gegner da sind und wann sie aufhören, sie zu verfolgen.
Ich finde das eine bemerkenswerte Eigenschaft. Ich wüsste das nicht. Das sind bestimmt ihre obergeilen Hexer-Archäologen-Skills im Sinne da, die sie hat. Deswegen weiß die immer so, ah ja, riecht nach frischer Luft, riecht nach Gefahr vorbei. Die Rote Armee hat den Tempel des Prophetensegens gefunden. Sie haben die normalen Arbeiten eingestellt und plündern die Reichtümer unserer Vorfahren. Wir sind bereit. Gemeinsam mit den anderen Gefangenen haben wir Waffen und Dynamit gesammelt. Sobald die Wächter erwachen, werden wir das Chaos für eine Revolte nutzen. Die Rote Armee war schonungslos zu uns und wir werden es ihnen heimzahlen. Wir hören erst auf, wenn alle Invasoren tot sind. Nur dann wird unser Geheimnis sicher sein. Aha. Daher kommt das Massaker. Okay. Wieso liegt hier ein Molotow rum? Welcher Russe musst du da schon wieder saufen? Und mit Alkoholproblemen in ihrer Gesellschaft ist ja echt nicht witzig, ne? Muss ich sogar schon in Spielen darüber lustig machen. Indem man überall, upsala, ja, was zu saufen hinstellt. So, Entschuldigung, da habe ich gerade die Lehne von meinem Stuhl beim Umsetzen durch die Gegend geschoben. Also die Seitenlehne. Okay. Ich möchte aber erstmal nochmal hier oben gucken. Das sieht aus, als wenn es brennen könnte. Was ist eigentlich mit brennenden Pfeilen? Können wir die nicht auch irgendwie machen? Oder hat sie das plötzlich verlernt? Ui. Lara, sind Sie da? Nö. Ich komme hier nicht weg, Lara. Sie müssen da. Mist. Der hat Einblendung. Mist. Wir sind schon drin. Das wäre fast zu einfach. Lasst mich mal das Protokoll sehen. Ich glaube, da wurde der Safe erwähnt. Im Verzeichnis steht, dass die Sowjets die wertvollsten Artefakte in diesem Safe gelagert haben. Machen wir ihn auf. Wer hat den Schnappbrenner? Schon dabei. Okay, der Rest von euch nichts anfassen. Katalogisiert alle Artefakte, die ihr findet. All das hier stammt aus der Mine? Ja. Nach den letzten Meldungen wurden die Arbeiten eingestellt, als der Ort entdeckt wurde. In den Wirren unmittelbar danach muss es zum Aufstand gekommen sein. Es ging aber schnell. Also bei den dicken Klamotten, die die anderen hatten, hätten die Weile gebraucht, bis sie abgefackelt werden. Aber okay. Wo ist denn da? Ein bisschen Hasenkacke. Oder aber sie haben vorher noch ein bisschen in Öl gebadet, dann natürlich klar. Wenn die vorher in Benzin gebadet haben oder sowas bei den ganzen Generatoren, die hier rumstehen, dann ist es natürlich, klingt das natürlich sogar logisch. Ich hätte vielleicht warten sollen, bis sie den Safe aufhaben, wenn nicht haben können, was drin ist. Naja, egal. So habe ich eine Achievement bekommen. Ach so.
Okay. Ein bisschen Munition, müssen die Leute auseinandernehmen.